Die großen Städte Amerikas. Großalarm. Hier spricht High. Von der New Yorker FBI-Zentrale aus leitet Mr. High den Einsatz gegen eine der skrupellosesten Banden der amerikanischen Unterwelt. FBI ruft ihren besten Mann. Jerry Cotton kommt wieder zu ihnen. Millionen Leser der G-Man Jerry Cotton Abenteuer warten auf den neuen Film Mordnacht in Manhattan. Jerry Cotton hier. Jerry, Mr. High erwartet Sie. Kommen Sie so schnell wie möglich. Wenn du mich brauchst, ruf mich. Klar, Jerry? Okay, Phil. Kann sein, ich brauche dich noch dringend. Wenn ein Jaguar mit 180 Sachen alle Hindernisse nimmt, wissen die Fans, hier ist Jerry Cotton auf einer heißen Fährte. Es geht Schlag auf Schlag im neuen Jerry Cotton-Film Mordnacht in Manhattan. 100. Dabei bleibt's. Die 100-Dollar-Wanne ist es also. Entweder zahlen die Ladenbesitzer oder die Gangster schlagen ihnen die Bude kaputt. Aber diese gefährliche Bande hat einen Fehler gemacht. Sie hat nicht mit Jerry Cotton, dem FBI-Mann Nummer 1, gerechnet. Polizei, die 100-Dollar-Bande! Und keiner tut den Mund auf. Ich habe einen Mord gesehen. Nein, wir brauchen den Boss. Und zwar nur den Boss. Habt ihr verstanden? Ihr habt doch wohl keine weiteren Fragen. Also verschwindet. Auch Knallfrösche schweren Kalibers kippen Jerry Cotton nicht aus den Pantinen. Der Kampf gegen die Unterwelt findet nicht in der guten Stube statt. Achtung, der Balken! Kopf runter! Ach. Jerry Cotton stößt in die gefährlichsten Reviere der Großstadt vor. Hilfe! Hilfe! Ah! Ah! Ich warne Sie, wenn es bei dieser Antwort bleibt. Oh nein, ich weiß noch eine bessere. Achtung, hier kommt Jerry. Wird er auch diesmal schneller sein als die Bande, die ein perfektes Verbrechen plant? Hallo? Hände hoch! Bleiben Sie da stehen. Maria! So. Aber auch solche Appetithappen werden gereicht. Im neuen Jerry Cotton-Film Mordnacht in Manhattan. Die Chancen, dass das nochmal mein Stammlokal wird, stehen nicht schlecht. Wir probieren erstmal Ihre Barhocke aus. Wie Sie wünschen, Sir. Erster Mann auf den Giuseppe. Ich habe ihn wiedererkannt. Er hat geschossen. Hoppla, wo Jerry Cotton zufasst, rappelt es im Karton. Hier spricht Jerry Cotton. Notieren Sie sich, ich komme demnächst in dieses Theater.